Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Deponia Doomsday. Wir haben ja hier beim letzten Mal so ein bisschen die Stadt erkundet und sind jetzt hier anscheinend bei irgendwelchen Bauarbeitern gelandet. Das ist der Architekt, das ist der Bauarbeiter. Hier haben wir noch ein Bohrloch und da haben wir eine Sirene. Aber wollen wir mal gucken, was jetzt hier so Phase ist. Es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung von der Zukunft hat. Sonst würde er bestimmt andere Klamotten tragen. Ja, und sich vielleicht eine andere Frisur zulegen. Huhu, ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz, ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Ah ja, also möchte er seine, die Stadt nach seinem Gusto umbauen. Habe ich jetzt so richtig verstanden, oder? Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Wir sind doch keine Belanglosigkeit. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Also jedes Mal, wenn ich Paradox City höre, muss ich Paradise City von Guns N' Roses war es, glaube ich, ne? Ja, also das Hauptlied zu, wie hieß das denn damals noch? Burnout Paradise. Ich muss nach Kuwak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuwak? Kuwak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuwak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Das sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch, zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Papalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Ja, der hat das irgendwie nicht so wirklich verstanden, was wir ihm da gerade erzählt haben. Ich muss wirklich dringend nach Kuwak. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gründe für das Fehlen der Zukunft dort und nur dort zu beheben sind. Papalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ja, erzähl mal was Neues. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Ja. Du wirst die Zukunft nicht mehr erleben, wenn du so weitermachst. Es stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Ah. Was klappert denn da? Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hetz. Was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten. Sogenannte Bots, oder wie? Die können das ja auch.
So, was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Sirene. Kommen die Leuten? Die scheinen hier ein ernsthaftes Fuel-Lock-Problem zu haben. Aber es ist noch zu früh, um Schuldfragen zu stellen. Ah, okay, das ist die Fuel-Lock-Sirene. Können wir es ausprobieren? Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Okay, können wir denn dahin? Komisch. Ich sehe gar nichts. Können wir den Hebel benutzen? Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuel-Lock-Rudel zerfetzt werden? Verdammt. Können wir mit den Tonnen irgendwas machen? Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Können wir da irgendwas reinstecken? Das da? Nö? Hey, Moment mal! Ich kenne dieses Geräusch! Da sind doch wieder Wombats an den Turm! Ah, okay. Na los, zeigt euch! Ich hab nämlich gedacht, so eine Haarbürste wäre Blödsinn, die da reinzuschmeißen. Na los, jetzt können wir auf jeden Fall hier die Rippchen mitnehmen. Kommt schon, gebt mir einen Schuss. Können wir alle Rippen mitnehmen? Nö. Komisch, ich sehe gar nichts. Okay, ich glaube, wir sollten die Brücke dann auch wieder hoch machen, oder? Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Ah. Komisch. Warte, kann ich den da wieder rausnehmen? Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Er hat sich die Abwechslung... Okay, also den Duracell-Hasen, den kriegen wir jetzt gerade nicht wieder. Aber damit können wir ja die Fuel-Lock-Suppe fertigstellen, wenn ich das richtig sehe. Eine Fuel-Lock-Rippe! Woher hast du die? Woher schon? Ich hab sie einem Fuel-Lock aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? Aber Vorsicht! Ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. Warum sollte er ihn feuern lassen? Wir geben ihm da einfach mal. Fuel-Lock-Suppe. Na, endlich! Verdammt. Die war ja sogar ganz passabel. Höre ich da Enttäuschung? Ja. Vom Leben. Meine ganze Jugend lang habe ich mal malocht, um mir eine Interchange 5 leisten zu können. Jetzt bin ich alt. Anderen das Leben schwer zu machen, ist die einzige Freude, die mir geblieben ist. Und jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin. Sei nicht so hart zu dir. Du schaffst das. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Das ist die richtige Einstellung. Ah, okay, er möchte ihn also feuern lassen. Okay. Gehen wir nochmal kurz dahin. Zeigt euch! Hol die nächste Rippe. Wahrscheinlich lagen da deswegen auch zwei. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Ja, da ist doch gar kein Mistvieh drin. Aber er ist ja schön abgelenkt. Was will man mehr? Wieso kann ich ihn nicht nehmen? Gebt mir ein Schussfeld. Hallo, verdammt. Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld. Oder hat er jetzt automatisch unendlich Fuel-Lock-Suppe? Moment mal eben. Fragen wir den jungen Maverick nochmal eben. Und? Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Hier, zum Glück ist jetzt wieder reichlich da. Ah, okay. So, sind da noch Haare drin? Herr Ober, da ist ein Haar in meiner Fuel-Lock-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fuel-Kacker-Suppe bestellt haben. Oh Mann, Rufus. Fuel-Lock-Suppe, na endlich. Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt, Moment mal, was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Geschäftsführer... Was? Huch,
Wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar. Solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Ah ja, das muss ich jetzt nicht so wirklich verstehen. Außerdem, warte mal. Da stand doch vorne noch was anderes. Mist. Kann ich denn dafür wenigstens mal einen Schlüssel haben? Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja. Wieso? Du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar. Ich helfe doch, wo ich kann. Okay, also haben wir jetzt den Schlüssel für das rote Gerät hier, oder was? Piep, piep. Ja, dann steig mal ein. Boah, was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Huch! Verdammter Butterstampfer! Was? Ja, ne? In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Okay. Wo kriege ich bei Rocco einen Zylinder? Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie meinen? Ich muss zum Timeport. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Mist. Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Hä? Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Bitte was? Alles gut bei dir? Wieso? Ach, nichts. Was war noch gleich deine Frage? Das wüsste ich auch mal eben kurz. Warte mal. Für was ausprobieren? Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Er ist doch eigentlich Mechaniker, oder nicht? Und wenn er dann Butterfass reinkommt, kannst du mir da vielleicht mal weiterhelfen? Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil. Was ist das denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Okay, das ist ja auch mal eine schöne Politik. Damit haben wir jetzt einen Zylinderkopf, den können wir hier, glaube ich, einbauen. Und dann müssten wir ja eigentlich hier weg können, oder nicht?
Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. Verdammt! Ich dachte, wir könnten das jetzt benutzen und dann... Oder müssen wir ihm das erst sagen, dass die Kiste kaputt ist? Und? War es das Licht? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass dir Zeit. Mist. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Mist. Wie kann man den Zylinder denn jetzt einbauen? In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Ja, aber ich darf den Zylinder ja nicht einbauen. Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich... Ich bin doch hier... Scheiße. Außerdem hier war ich, glaube ich, auch noch nicht fertig, oder? Doch, hier habe ich mit Stimmt, das Bohrloch wollte ich mir noch angucken. Da können die lange bohren. Da können die lange bohren. Ah, ja. Okay. Können wir denn mit dem McChronicle hier nochmal sprechen? Vielleicht hat der uns ja irgendwie... Das war der ein Tipp für uns. Ein Wombat. Denk nach. Womit könnte man deinen Opa noch ablenken? Socken vielleicht? Ach, herrje. Socken habe ich leider gerade nicht da. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ich wollte sagen, da kann eigentlich nur Rufus gemeint sein. Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Lässig? Grob fahrlässig trifft es wohl eher. Grob fahrlässig? Das gefällt mir. Fasst es gut zusammen. Ja, definitiv. Aber hier können wir sonst auch nichts mehr machen, oder? Skulpturen können wir nur angucken. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite, den Yeti, all das gibt es. Ah, das ist ja schon mal gut zu wissen, ne? Aber wie kommen wir jetzt weiter? Na los, zeigt euch! Können wir hier nicht irgendwie weitergehen? Kommt schon, gebt einfach mir mal ein gucken. Schussfeld. Wo oh, seid da ihr, ist nichts. Sicher? Verdammt. Komisch, ich sehe gar nichts. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Ich sagte nicht ablenken. Ich habe einen Eid geleistet. Na und? Ich habe schon so viele Eide geleistet, dass das Gericht extra einen Begriff erfunden hat, um meinen Eid vom Eid anderer Leute zu unterscheiden. Du meinst mein Eid? Nein, mein Eid. Okay, also wissen wir auch, wo der mein Eid herkommt. Aber wie geht das jetzt hier weiter? Kannst du mir was Neues erzählen? Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampa. Ja, das fasst den Modus wie Wendy unserer geschäftlichen Vorabsprache trefflich zusammen. Brauchen also einen Stein. Da das mit dem anderen ja nicht geklappt hat, könnt ihr mir irgendwie helfen? Fuchtel damit nicht so rum. Wenn dieser Firlefanz in dem Bohrer gerät, hast du die längste Zeit mal Firlefanz gehabt? Bring mich nicht auf Ideen. Ich schmeiß das jetzt einfach rein. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Huch! Aua. Huch! Wo kam das denn jetzt her? Es ist vollbracht. Na, vollbrungen gewissermaßen. Ah ja. Können wir mit dem Stein denn jetzt hier irgendwie weiterkommen? Nur mal so? Rufus bringen Stein. Interessant.
Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furchtpampe. Recht so, quid pro quo. Okay, jetzt haben wir Furzpampe. Rufus haben Furzpampe. Rufus glücklich, Hulk traurig. Wieso ist der Hulk traurig? Ah, herrlich. Können wir denn jetzt die Furzpampe eventuell auf den Typen hier anwenden, dass wir in seine Werkstatt kommen? Hast du Hunger? Nein, danke. Ich bin auf Diät. Wenn du jetzt ein Kompliment hören willst, bellst du aber den falschen Baum an. Verdammt. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber warte mal. Die Furzpampe muss ja wohl irgendwie mit was zu essen kombiniert werden, oder nicht? Meine Arbeit hier ist getan. Nun ist es Zeit für den namenlosen Rufus in den Sonnenuntergang zu reiten. Rufus, Rufus, the king of the wild front. Oh Mann. Die haben doch Probleme. Kommt schon, gib mir okay, damit kann ich glaube ich auch nicht weiter agieren. Können wir die Furzpampe hier unten irgendwo einsetzen? Bei ihm? Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Ja, ganz ruhig. Fuchtel damit nicht so rum. Wenn dieser Firlefanz in dem Bohrer gerät, hast du die längste Zeit mal Firlefanz gehabt? Ich glaube, das bringt auch nichts, oder? Bevor ich zum Bohrer greife, sollte ich erstmal die anderen Optionen prüfen. Abwarten, ob es von alleine wieder besser wird, zum Beispiel. Oder meinen Zahnarzt verklagen. Ah ja. Also mit der Furzpampe können wir hier so nichts anfangen, oder wie? Oder können wir die hier irgendwie ihm hier geben? Danke, ich hatte gerade. Und wie ich gerade merke, wirkt es auch noch. Ach, okay. Den habe ich ja total vergessen. Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Oh, oh, oh. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Wie gesagt, den hatte ich total vergessen. Was haben wir denn da? Benutzte Geldscheine. Damit bekommt der Begriff Schmiergeld plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Dazu sage ich jetzt mal lieber nichts. Kann ich denn jetzt hier ein bisschen was einkaufen? Einmal Toast und Milch bitte. Kommt sofort. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Gib doch nicht alles auf einmal aus. Ups, vielleicht hätte ich es nicht unbedingt in dieselbe Tasche stecken sollen, in der vorher das Geld lag. Männer, die auf Ziegenmilch starren. Ja, sehr schöner Film, den ich nicht so ganz verstanden habe. Willst du Durst? Hast du Hunger? Nein, danke. Ich bin auf Diät. Wenn du jetzt ein Kompliment hören willst, bellst du aber den falschen Baum an. Hätte ja klappen können. So, willst du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Nein, mein Magen ist noch immer etwas flau. Dir wird schlecht vom Zeitreisen? Das solltest du den Geschichtsschreibern aber lieber verschweigen. Ich glaube eh nicht, dass die noch mit uns sprechen. Immerhin haben wir sie arbeitslos gemacht. Wir haben die doch nicht arbeitslos gemacht. Keine Panik. Es waren natürlich keine echten Pfannkuchen, wenn du verstehst. Nicht ganz. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Dann kommt Rufus um die Ecke. Aber ich glaube, da haben die auch nicht wirklich was Neues zu erzählen. Ah, Menno, ach Menno, ach Menno. Wie geht das denn jetzt hier weiter?
hat sich ja auch nichts wirklich Neues getan. Was? Ach, die Hillbilly-Hacienda ist ja auch noch da. Die Leine! Aber Dalli Dalli! Ist ja schon gut. Ein Toast? Ich sagte, verzüglich! Ist ja schon gut. Ein Glas Milch? Hau ab! Und ich meine ganz ab! Ist ja schon gut. Huch! Wieso kann ich von hier aus die Zeitmaschine abschließen? Das muss man jetzt nicht so ganz verstehen, oder? Ist sie denn jetzt auch wirklich zu? Verdammter Butterstampfer! Naja. Aber ich würde mal sagen, wie das dann hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich mache für heute Feierabend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn. Ciao!